Lichdome Battle Mage. Daniel, du hast das angespielt. Worum geht es? Was ist das für ein Spiel? Was können wir erwarten? Ja, also es ist ein Early Access Alpha und man kann schon einiges erwarten. Also nach dem, was ich gespielt habe, ist es fantastisch. Die Macher halten das, was sie versprechen, nämlich einen Magier, der wirklich alles machen kann. Also du bist nicht an Mana gebunden, nur Casting Times sind halt das, was dich praktisch am Ausführen und Zerstören deiner Gegner aufhält. Also keine Cooldowns der Fähigkeiten? Nee, auch das nicht. Also es gibt wirklich nur dieses, du castest deinen Spell, das ist das Einzige, was so ein Delay darstellt. Und ansonsten bist du vollkommen frei. Es gibt auch eine kleine Geschichte, da gehört die nette Dame hier auch dazu. Man sieht hier auch ganz stark, es ist noch eine Alpha. Also du hast noch ein paar Grafikbugs, du hängst manchmal noch wo fest, die KI ist nicht so ausgearbeitet. Spaß macht es allerdings trotzdem und es hat eine unglaubliche Spielgeschwindigkeit auch noch in sich. Und hier auch noch was ganz Besonderes, man kann natürlich auch seine eigenen Magien praktisch fabrizieren, craften. Da wählt man jetzt praktisch, ich habe hier Eis ausgewählt und sage mir so, ach ja, was möchte ich denn? Ich hau mir einen neuen Eisball hin und den kann ich dann auch nochmal verstärken mit verschiedenen Attributen. Da kannst du dann später auch noch Casting Time verringern, also da kannst du noch schneller machen, Rapid Fire und alles mögliche wird später wohl auch noch möglich sein, aber was alles noch kommen wird, das hängt noch bei den Entwicklern, also da sind sie auch noch sehr offen und sagen auch, gebt uns Feedback, lasst uns das Spiel so machen, wie ihr euch das vorstellt, wie ihr ein ultimativer Magier sein könnt. Aber man kombiniert sich die ganzen Zaubersprüche zurecht. Ja, nicht ganz. Also man hat pro Magie, also Feuer oder Eis in dem Fall jetzt momentan, drei Möglichkeiten, die einzusetzen. Einmal ein Feuerball zum Beispiel, dann hast du eine AOE-Attacke, Fernattacke und wenn du deinen Sprint einsetzt, super geile Sache, das ist sogar mit Slow-Mo, dann machst du auch nochmal eine AOE-Attacke um dich herum. Hier sieht man das Synthetisieren. Da kann man sich praktisch das, was man über hat, was man nicht braucht, praktisch zercraften und dann bekommt man was Neues raus, das kann man sich dann aussuchen, um es dann wieder zu verwenden. Schön auch zu sehen. Es tauchen Gegner auch manchmal einfach so irgendwo auf. Es ist zwar geskriptet, ganz klar, aber es ist halt auch noch eine Alpha. Muss man schauen, wie sich das vielleicht später noch entwickeln wird. Ja, aber grafisch macht das schon einiges her. Ja, also es ist richtig gut. Hier sehen wir jetzt auch einen Miniboss, also so ein Zwischenboss ist das. Was mir am besten gefallen hat, war der Sprint, weil da hat man diese Slow Motion und dann ist alles total blurry und total gut gemacht und es ist auch, vor allen Dingen stoppt sich da die Zeit. Also die Gegner bleiben wirklich stehen. Wenn du da wirklich ganz nah an die rangehst, du siehst alles Mögliche und du kannst sie ja auch einfrieren mit deinem Eiszauber. Und dann bleiben die auch genau so verharrend stehen. Also da kommt es auch manchmal vor, dass ein Gegner auf dich zustürmt, dir gerade sein Schwert über die Omme hauen will. Und hier sieht man jetzt gleich zum Beispiel auch nochmal diesen super Slow-Mo-Effekt. Bam, ist er weg. Ah, und dann kannst du den auch einfrieren. Und der bleibt dann auch genauso stehen. Das sieht total genial aus. Wie ist das? Ist denn schon irgendwas über die Story bekannt? Wird es eine geben, eine Kampagne? Und was ist mit dem Multiplayer-Modi? Wird es da irgendwas geben oder... Also über Multiplayer weiß ich noch nichts. Hier sieht man jetzt auch noch eine kleine Nebenquest laufen, kann man auch machen. Gibt es in der Alpha jetzt eine, soweit wie ich es gesehen habe, in dem ersten Level. Story gibt es auch eine, aber die packt jetzt nicht so wirklich. Also mich hat sie jetzt nicht gepackt. Es ist halt auch, weil noch keine Vertonung von den Sachen da ist und eben die Bugs machen das Ganze auch noch ein bisschen unschmackhaft, zumindest für mich eben. Ja, aber ansonsten Multiplayer auch noch nichts angekündigt. Ja, aber es ist halt sehr linear auch. Also du hast jetzt noch nicht die Möglichkeit, so Open-World-technisch irgendwie was zu tun. Ja, und hier sehen wir den Boss der ersten Welt. Und wenn man da so hingeht, da vermutet man schon, dass es nicht so leicht wird, den zu besiegen. Das liegt aber weniger an der Schwierigkeit des Bosses. Der hat auch nur diverse Fähigkeiten, die er nutzen kann. Also der rennt auf dich zu, schlägt zu, schießt einen Glibberball oder was auch immer das war. Ja, aber ich finde, da müsste man noch so ein bisschen das Balancing finden zwischen wie stark ist der Gegner, was für Fähigkeiten hat er und wie viel Schaden macht deine Magie effektiv. Also das war jetzt mein zweiter Durchgang, den ich gemacht habe. Da habe ich ein bisschen schwächere Magie gehabt, deswegen hat er da auch ein bisschen länger gedauert. Aber auch beim ersten Durchgang, wo ich schon etwas stärker war, hat er jetzt nicht so gerissen. Man braucht nur die richtige Taktik finden. Die ist in dem Fall, habe ich dann auch gleich wieder gemacht, sieht man schön, du hast da so eine Grube und dann kannst du praktisch die ganze Zeit im Kreis rennen und die KI, wie gesagt, ist halt noch nicht so
schlau, die rennt dir halt dann die ganze Zeit hinterher und du befeuerst ihn halt aus der Ferne, wie es für einen Magier auch üblich ist. Was wird das Spiel kosten? Also momentan kostet es eben als Early Access 18,99 €, steht aber noch nicht ganz fest, was der Endpreis sein wird. Hier sieht man jetzt das Ende der ersten Stage, da kann man sich dann auch noch eine dritte Magie praktisch aussuchen, welche man möchte. Das ist einmal ein Dot und einmal was, was die Leute verwirrt. Also Schaden über Zeit. Ja, Schaden über Zeit. Das ist ziemlich cool, habe ich dann in der zweiten Stage auch ein bisschen ausprobiert. Wird man auch mit Waffen kämpfen oder nur mit Magie? Nein, so wie es aussieht, wird es nur Magie sein, weil sonst wärst du ja kein Magier. Ja. Du bist ja kein Kampfmagier. Also eigentlich heißt es natürlich Battle Mage, aber du wärst dich nur mit Magie. Okay. 18,99 €, das ist ja schon nicht so wenig. Was denkst du, lohnt es sich, das zu kaufen oder... Das lohnt sich definitiv, weil hier kann man das erste Mal richtig erfahren, wie es ist, so ein Magier zu sein, der ohne Begrenzungen, ohne Mana, ohne irgendwelche anderen Sachen Cooldowns machen kann. Das ist ein super Spiel, finde ich. Sieht auch grafisch super aus mit der CryEngine. Kann nur noch besser werden und ich persönlich war schon begeistert. Vielleicht auch eine Option mit Oculus Rift später mal. Also zuschlagen, sag ich persönlich. Echt geil. Ein Zaubershooter sozusagen. Ja.